find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. So, seid ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe mir Henna angerührt für meine Haare. So sieht das aus. Das ist Henna-Pulver. Das kann man einfach so kaufen. Ist für mehrere Anwendungen. Und ich habe mir das jetzt einmal hier schon vorbereitet. So sieht das aus. Platsch. Das muss jetzt mal ganz kurz noch ein bisschen ziehen und dann kippen wir uns das, dann zeige ich euch, was ich damit machen möchte, was ich damit färben möchte. Man kann Henna jetzt auch mit Tee noch mixen, dann wird es ein bisschen intensiver und ja, es gibt noch so ganz viele andere Tricks, die man machen kann. Henna wird hauptsächlich rot, auch wenn das jetzt hier aussieht wie Ekelgrütze, aber das hier ist ein ganz normales Henna-Pulver ohne Farbpigmente, das gibt es nämlich auch bei Rossmann und Co. zu kaufen. Und das hier ist das ganz normale. Das wird also rot. Ja, auch wenn es nicht so den Anschein macht. Ich habe jetzt Wasser dafür gekocht mit 50 Grad. Ja, mein Wasserkocher kann 50 Grad. Man kann es auch heißer machen. Ja, keine Ahnung, aber umso länger muss es stehen und ich will ja irgendwann damit anfangen. Cool ist auch, wenn man das über Nacht stehen lässt und dann in die Haare gibt. Soll auch noch mal intensiver wirken, aber keine Ahnung, ausprobiert habe ich mich dabei noch nicht. Ich habe früher meine Haare mit Henna relativ oft gefärbt, aber jetzt ist es seit 3 Jahren das erste Mal wieder. So, wir gehen in der Werkstatt, wir müssen aufräumen. Da ist es nämlich, das habe ich euch gestern Abend gezeigt, das muss noch gemacht werden. Wir machen einmal Grund rein. Wenn wir sauber gemacht haben, fertig sind, gehen wir unsere Haare färben, also nicht alles, aber ein bisschen was. Und dann wird gewickelt. So ist heute erstmal mein Tagesablauf für heute. Also wir starten um 7.41 Uhr. Ja, genau. Ja, da, 7.41 Uhr mit den Putzaktionen. Let's go! So, einmal wieder zurück beim Haare färben. Ein bisschen geputzt haben wir ja. So, jetzt beim Haare färben. Ich habe das letzte Mal vor 3 Jahren meine Haare gefärbt, also wirklich schon ewig her. Und ich möchte nicht in 2 Monaten wieder Haare färben. Das heißt,
ich möchte nur Highlights haben. Sprich, wir werden nur hier unten Haare färben. Jetzt sind andere da ein bisschen professioneller unterwegs wahrscheinlich. Ich teile mir das hier einfach frei nach Schnauze ab. Ich möchte einfach nur wirklich bloß ein paar da unten gefärbt haben. Ich habe meine Haare gewaschen. Ganz normal, einfach nur mal mit Shampoo. Ihr seht, da unten sieht man ja, die Längen sind noch rot. Das ist vom Henna noch, ne? Von früher. Und jetzt kommen da eben noch mal ein paar Highlight-Spuren rein. Wir haben wirklich bloß ein bisschen. Wir gucken mal, ob das schon ausreicht. Ich habe versucht, länger auszuspülen die Haare in der Hoffnung, dass alle Pflegeprodukte rausgehen, weil ich hier im Winter ein bisschen mehr Pflegeprodukte tatsächlich benutze als im Sommer, weil ich im Winter immer diese Fliegehaare habe. Ne? So, jetzt gucken wir mal. So viel habe ich mir jetzt abgeteilt. Ich denke, das ist in Ordnung. Die werden jetzt so, falls ihr das so da hinten seht, das wird jetzt gefärbt, der Teil. Und der andere Teil, der bleibt so, wie er ist. So, und jetzt Achtung, Kinder, ne? Mädels, Jungs und Mädels, nicht Kinder, Entschuldigung. Nicht nachmachen. Benutzt bitte Handschuhe, wenn ihr sowas macht, ne? Nicht so wie ich. Und morkelt da in der Paste mit euren Fingern drin herum. Besonders wenn ihr mit Chemikalien färbt, Leute, macht das nicht. Zieht euch da was an, ne? Ich werde jetzt rote Finger kriegen, das weiß ich. Aber damit kann ich leben. Und das ist ja nicht die ganze Zeit. So, mal gucken, ob ich es schon anfassen kann. Ja, ich kann es anfassen. Wenn es anfassbar ist, kann man es sich ins Haar schmieren, ne? Und dann nehme ich mir hier so ein... erstmal meine Haarsträhne. Und dann nehme ich mir hier so ein Klatschen und klatsche mir das schön dick in die Haare. Wichtig ist beim Henna-Färben, ne Leute, legt euch irgendwas aus, wenn ihr kleckern tut, dass ihr das aufwischen könnt oder wegtun könnt. Macht es im Bad. Wäre wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ja. Und dann richtig schön fett drauf damit. Viel hilft viel. Und schön einmassieren. Und was beim Henna auch ist, die Einwirkezeit. Das kann schön 2-3 Stunden vor sich hin wirken. Es kann auch mal eine Dreiviertelstunde wirken. Aber so 3-4 Stunden würde ich schon. 3-4 Stunden. 2-3 Stunden würde ich es schon drin lassen. So, und jetzt knote ich mir das hier hinten. Und nehme mir eins von meinen Haargummis. Und knote das hier hinten fest. Nein. Nicht runterfallen. Ich nachher nie wieder raus. Weil Henna wird ja trocken, ne? Im Übrigen geht das hier über 2 Tage, ne? Wir werden das nachher, wenn das eingewirkt ist, wird das nur mit Wasser ausgespült. Darum vorher mal schön die Haare sauber machen, ne? Schön waschen. Und wenn das nachher mit Wasser ausgespült ist, macht man morgen Abend, also quasi eigentlich 24 Stunden später, aber ich mache es morgen Abend, eine komplette Ölkur. Das heißt, es gibt Öle zu den Henna perfekt dazu zu kaufen. Ich werde jetzt mein Mandelöl dafür nehmen. Ich werde mir daraus jetzt nicht so eine Wissenschaft machen. Und werde über Nacht, deswegen morgen Abend, schöne Ölkur machen. Und das verstärkt halt nochmal die Wirkung und lässt es nochmal ein bisschen länger wirken. So, jetzt habe ich da hinten so eine Knödel. Die können jetzt erstmal wirken und ich gehe mir Hände waschen. Jawohl, da bin ich wieder zurück. Also ich werde jetzt 3-4 Tage. Ich denke, dass das heute Abend, wenn wir schwimmen gehen, sich schon von alleine wieder erledigt. Aber ich werde jetzt 3-4 Tage kleine Karottenfinger haben. Aber so schlimm ist es nicht. Ja. So, jetzt werde ich hier meinen Schaden beseitigen und dann gehen wir nachher wickeln. Ich weiß nicht, ob ich euch anmache, bestimmt. So.
Oder wir gehen bald zusammen. Oder auch nicht. Ihr werdet es ja sehen. Bis gleich. So, Haare sind ausgewaschen. Aber wie ihr seht, also man sieht kaum was, ne? Memo an mich in 3 Jahren. Gerne. Ein bisschen Barayon. Ich sehe Gespenster. gerne ein paar mehr Haare erwischen, dass ein bisschen mehr Henna zu sehen ist. Ja, an meinem T-Shirt ist es gut zu sehen. Ich habe mich ein bisschen bekleckert, aber ist nicht so schlimm. Ja. Ja, es waren halt bloß ein paar Streifen, ne? Also wirklich bloß minimal. Ich habe es jetzt wirklich ganz, ganz gut ausgespült. Ich habe jetzt natürlich, ist mir eben eingefallen, ich habe natürlich das Problem, dass heute ist Schwimmen. Und Chlorwasser ist nicht so geil. Und Katrin schafft es nicht. Hier ist übrigens der Fleck irgendwo. Da. Da. Schafft es nicht, baden zu gehen, ohne sich die Haare nass zu machen. Ich weiß nicht. Manche schwimmen da und sind geschminkt. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich schaffe das auf jeden Fall nicht. Also werde ich wahrscheinlich heute Abend da schon Pflege reinmachen. Ja. Ja, man kann sich einbilden, da ist was Rotes dazugekommen, ja. Ja, genau, stimmt, Bommel. Genau, ein bisschen Einbildung gehört dazu. Ja, das nächste Mal kann ich vielleicht hier oben auch noch ein bisschen mitnehmen. Ja, ach, was soll's. Ich wollte doch bloß ein paar Highlights setzen und alles schick. Genau, das, was ich machen wollte, habe ich gemacht. Ihr habt mal gesehen, wie man Henna anrührt und wie man das benutzt, wenn man sich nicht in DM oder in Rossmann die Fertigmischung kauft. So, ich habe meine Mystery-Decke fertig gehäkelt, also nicht fertig gehäkelt, sondern meine Nummer 10, Folge Nummer 10 fertig gemacht. Und ja, die muss jetzt irgendwann mal abfotografiert werden. Aber ich will noch 2 Sachen, sind auch kurz vorm fertig werden. Das ist die Granny-Jacke, also nein, die Hexagon-Jacke. Die ist kurz vorm fertig machen. Das Video habe ich fertig. Ich muss jetzt bloß noch alles fertig häkeln und vernähen. Ja, und dann ganz wichtig, das Strickeltuch, das sollte auch fertig werden. Ja, und dann fange ich mit der Hasi-Jacke an. Ich mache meine Hasi-Jacke aus, das hier. Ja, der hat noch einen Zettel dranhängen. Der heißt auch Hasi, der Bobbel, ne? Also das hier ist ein 4-Fach-Garn. Hasi falsch rum? Nee, Hasi richtig rum. Ja. Und in der Mitte ist der halt meliert und verläuft dann, ne? Und zu dem Melierten gibt es halt passend das Garn dazu, Hasi meliert. Und ja, mein Sohn hat mir das da schon mal gewickelt. Er hat mir jetzt 1000 Meter gewickelt. Das wird definitiv zu viel, weil ich brauche keine 2000 Meter für eine Jacke. Oh Gott, wo willst du hin, Katze? Oh ja, okay, er hat es geschafft. Letztes Mal hat er es gemacht, da habe ich fast die Strickmaschine am Kopf gekriegt, ne? Okay, also, ich habe jetzt 2000 Meter, das wird mir definitiv zu viel. Wir brauchen den Verlauf ja bloß fürs Raglan und für die Jacke. Und für später die Arme, Kapuze, Bündchen ringsherum braucht man den Verlauf. Nee, das Melierte. Das Melierte so rum. Der Verlauf für die Jacke an sich und das Melierte nachher für das, was ich eben alles aufgezählt habe. Arme, Kapuze, Bündchen. So, ich gehe jetzt Mittagessen. Bis später. Ja, ihr Lieben, guck mal, ich habe noch was, nee, das gehört zusammen, das ist nicht neu, aber ich habe hier noch was Neues zu stehen, die Melody. Ja, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt, keine Ahnung. Die ist jetzt neu im Shop eingezogen. Dann ist hier die Valentin,
mit 1500 Meter, zieht neu im Shop ein, ein Dreifachgarn. Das mache ich noch fertig. Und das war das, was ich gestern gemacht habe. Ja, mein Pulli, ne? Ja, und jetzt Chaos. Ich habe Pakete gerade fertig gemacht. Die werden jetzt alle versendet. Die muss ich noch verpacken, fahrradgerecht, und dann geht's los. Ja, was habe ich aber noch gemacht? Also Lukas ist gerade dabei, der designt eine neue Decke für euch. Es ist dunkel. So ist ein bisschen besser. Und zwar von Rivera rüber zum Rosa, immer heller werdend, und dann geht es nachher rüber zur Kiwi. Ja, Seerosa hat er gedacht. Nennen wir das. Claudia hat sich eine Decke bestellt, eine Wunschdecke. In Brauntönen. Ja, ich habe bloß drei Brauntöne, deswegen. Und da wir Latte Macchiato ja schon drin haben, gibt es jetzt Claudia mit den Brauntönen. Fängt an mit Beige, geht rüber zu Mokka und geht dann ins Nussbraune, von Mokka ins Nussbraune. Und zum Schluss gibt es nochmal einen dunklen Faden Schwarz dazu. Genau, der muss verpackt werden, den habe ich jetzt noch nicht verpackt, also ist ja auch noch nicht nummeriert. Die beiden habe ich gestern gemacht, einmal Schwesterherz und einmal, wie heißt du? Drachenkönigin, genau, und zweimal Pastelli. Ja, Pastelli ist jetzt schon fertig, habe ich noch nicht verpackt. Da fehlt noch eine. Die hier ist fertig, muss verpackt werden. Ja, das ist das, was ich nachher mache. Und Lukas, wenn der nachher von der Schule kommt, denke ich mal, macht die Decke noch fertig, und dann will er, glaube ich, eine Decke noch mal unbedingt fertig kriegen. Ja, er meinte so, er möchte zwei Decken machen immer. Ja. Gut, also ich mache mich auf den Weg. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Däumchen, Kommentare und Abos da lasst. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.